Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche mit den leider immer noch notwendigen Abstandsregeln, lieber Altpfarrer Norbert, lieber Pfarrer Arcadius, liebe große Minischar, berühmt in der Diözese, ich erinnere mich noch an die Mini-Times, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, die Zeitschrift, die in Gersthof herausgegeben worden ist, die ich immer mit Interesse gelesen habe. Liebe Schwestern und Brüder, ich hätte mir kein besseres Evangelium wünschen können für diesen Gottesdienst, als das Kapitel 18 aus dem Matthäusevangelium. Denn man nennt dieses Kapitel die Gemeindeordnung. Jesus gibt ganz praktische Anweisungen, wie eine christliche Gemeinde funktionieren soll. Ihre Gemeinde, weithin bekannt, als sehr lebendige Gemeinde ist in einer Umbruchsphase. Ich habe es nicht ganz genau gezählt, ich glaube 41 Jahren, 44, das ist ja schon eine heilige Zahl. Nach 44 Jahren hast du, lieber Pfarrer Norbert, einen Nachfolger. Ich werde jetzt oft gefragt, wie das ist mit meinem Nachfolger. Wird ja irgendwann in den nächsten Monaten einer kommen. Ich weiß nicht wer, niemand weiß es außer dem lieben Gott. Aber wenn ich gefragt werde, hast du keine Angst davor oder Sorge, dann sage ich immer, schaut euch die Bilder der Bischöfe von Wien an, beim Audienzzimmer im Erzbischöflichen Palais, eines haben sie gemeinsam. Sie hatten alle einen Nachfolger. So ist es im Leben. Aber das ist kein leichter Moment, wenn solche Übergänge zu leben sind, wie auch in unserem persönlichen Leben. Übergang in die Pension, Übergang, Eintritt in die Ehe, neuer Beruf etc. Oder wenn ein neues Schuljahr beginnt, Übergänge. Jesus gibt drei Regeln für seine Gemeinden, wie er sich das vorstellt. Und ich möchte mit Ihnen diese drei Schritte, diese drei Regeln ein bisschen betrachten. Verzeiht, wenn es heute etwas länger dauert, aber ich bin ja nicht so oft in Gersthof. Ich erinnere mich aber gerne an alle Gottesdienste, die ich hier mitfeiern durfte. Es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber es sind doch ganz spannende Punkte. Es geht um Konflikte, persönliche oder Gemeindekonflikte. Und Jesus gibt Regeln zur Konfliktlösung. Im Übrigen auch Ezechiel in der ersten Lesung und Paulus in der zweiten Lesung. Aber Jesus ist sehr konkret. Wie beginnt es? Die erste Regel: Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, ich glaube, er hat auch die Schwestern damit gemeint, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Also zuerst zum Betroffenen gehen. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel, das mich sehr bewegt hat, aus unserer Diözese, aber es ist aus einem anderen Vikariat.
ein Pfarrer, den ich sehr geschätzt habe, sehr geliebt von seinen Leuten, aber er hatte ein Problem. Das war in einer Pfarre im Weinviertel und er hatte ein Alkoholproblem. Und das Typische, was geschehen ist und was immer wieder passiert, alle haben darüber geredet, aber keiner hat mit ihm geredet. So geschieht das leider allzu oft, weil wir uns nicht trauen, anzusprechen. Und so wird lieber getratscht, als die Regel Jesu befolgt. Ich hatte diese Pfarre zu visitieren und ich habe mir ein Herz genommen und habe zu dem Pfarrer gesagt, du bist leidenschaftlich gerne Pfarrer. Wenn du nicht eine Entziehungskur machst, dann bist du im Herbst nicht mehr Pfarrer. Es war hart, aber es war klar. Und zu meiner Überraschung war er dankbar, dass endlich jemand das anspricht. Er hat eine Entziehungskur gemacht und er hat aus dieser Kur an seine Pfarre einen Brief geschrieben, der mir unvergesslich ist. Und in diesem Brief hat er gesagt, ihr wisst alle, was mein Problem ist. Wenn ich jetzt zurückkomme, seid ihr meine Therapeuten. Ihr müsst auf mich aufpassen. Er kam zurück, die Gemeinde hat ihm einen Triumphbogen gemacht, so aus Girlanden. Und die Blaskapelle hat auf ihn gewartet. Die Gemeinde hat auf ihn geschaut, dass er trocken bleibt. Und er hat mir immer wieder, auch in den kommenden Jahren, gesagt, jetzt ist die glücklichste Zeit meines Lebens. Brüder und Schwestern, diese Frage stellt Jesus an den Anfang. Wie gehen wir um, wenn jemand persönlich verletzt worden ist, wenn jemand beleidigt, gekränkt, vielleicht auch betrogen worden ist? Wie gehen wir damit um? Ezechiel sagt uns in der ersten Lesung, du hast eine Verantwortung. Wenn du es nicht deinem Bruder, deiner Schwester sagst, dann wirst du mitschuld. Aber wer hat den Mut, die Dinge zu sagen? Liebe Pfarrgemeinde, ich habe aus Ihrer Gemeinde einige besorgte und einige sehr kritische Briefe bekommen. Und meine erste Reaktion ist vermutlich nicht nur bei mir so, wenn man Kritik erfährt. Das war massive Kritik an mir und auch an unserer Diözesanen, an unserem diözesanen Entwicklungsprozess. Die erste Reaktion ist Ärger, Zorn. Aber dann stelle ich immer wieder fest, natürlich haben wir lieber Lob. Ich gestehe es, ich freue mich über lobende Briefe, ja. Auch über lobende Briefe über Priester. Ich habe mich gefreut über die Briefe, die ich über dich, Pfarrer Norbert, bekommen habe. Du weißt, dass ich dich immer für deinen Dienst sehr geschätzt habe. Aber in einem zweiten Schritt kommt dann doch fast so etwas wie eine Dankbarkeit. Danke, dass ihr das sagt. Das tut gut. Es tut weh, ich gestehe es, aber es tut gut. Es kommt eine gewisse Dankbarkeit. Warum? Wenn man Bischof ist, das glauben die meisten und sie haben nicht ganz Unrecht, wenn man Bischof ist, sagen die Leute einem nicht die ganze Wahrheit. Scheut sich, man geht doch nicht gleich zum Bischof. Ja.
Und dadurch geschieht etwas, was für jeden Amtsinhaber ganz gefährlich ist. Er verliert den Bezug zur Realität. Ich kann mich erinnern an einen großen österreichischen Wirtschaftskapitän, nenne natürlich keine Namen, da hat es geheißen in seinem Betrieb, zum Chef dürfen nur gute Nachrichten gebracht werden. Das ist fatal. Notwendig, dass wir uns selber in Frage stellen lassen. Ich habe einem führenden österreichischen Politiker, als er sein Amt übernommen hat, gesagt, ich habe Ihnen keinen Rat zu geben als Politiker, aber einen Rat kann ich Ihnen geben. Rahmen Sie sich in Gold ein, die Menschen, die Ihnen die unangenehmen Dinge sagen. Dazu gehört Mut und dazu gehört auch Liebe. Eine Form der Liebe, dem anderen zu sagen, wo man glaubt, Fehler zu sehen. Ich habe mit einigen von Ihnen Kontakt aufgenommen, um auf die Briefe zu antworten. Ich bitte um Verzeihung, dass ich nicht alle beantwortet habe. Ich bin selber immer noch etwas schwächlich von meiner doch schweren Erkrankung des letzten Jahres. Und natürlich stelle ich mir die Frage, sind wir auf dem richtigen Weg in der Diözese? Ist dieser diözesane Entwicklungsprozess sinnvoll? Einer unserer sehr tüchtigen Pfarrer in einem anderen Vikariat, der lange Jahre in der Schweiz tätig war, hat mir gesagt, wie er bei uns tätig geworden ist, ihr habt 10 Jahre zu spät begonnen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass ich mit vielen zusammen versucht habe, gewissenhaft zu entscheiden für diesen Weg. Ich komme gleich noch darauf zurück. Auf jeden Fall, Jesus nennt einen zweiten Schritt. Einen zweiten Schritt, wenn der, der schuldig geworden ist, den du ansprichst, nicht auf dich hört. Dann sagt Jesus, dann nimm einen oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von 2 oder 3 Zeugen entschieden werde. Im modernen Management nennt man das Mediation. Ein Ehekonflikt geht man zu einem Eheberater, Eheberaterin, um jemand Außenstehenden zu haben, der sich das anhört und der vielleicht vermitteln kann. Und so auch für eine Gemeinde. Es gibt Gemeindeberatung, Mediation. Vielleicht ist das auch etwas Hilfreiches für den weiteren Weg Ihrer Gemeinde. Das müssen Sie selber entscheiden. Jesus sagt dann, wenn diese zweite Stufe nicht klappt, dann sage es der Gemeinde. Ich glaube, darin liegt etwas ganz Wichtiges. Zuerst persönlich, dann im kleinen Kreis und dann schließlich in der Gemeinde. Sage es der Gemeinde. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin hier heute auch, um Ihnen etwas zu sagen. Ich bin auch bereit, dass wir in Zukunft einmal einen Gemeindedialog führen. Gerne bereit dazu. Ich möchte euch aus diesem Anlass heute, Verabschiedung von Pfarrer Norbert und dem
der Amtsübernahme vom Pfarrer Arkadius, ein Wort zur Gemeinde sagen. Verzeiht, wenn es etwas länger dauert heute. Zuerst möchte ich dir, Pfarrer Norbert, einen herzlichen Dank sagen. Du hast sicher eine der lebendigsten Gemeinden unserer Diözese geleitet, und das konntest du nur, weil du viele, viele Menschen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hattest. Ich denke an euch, die Minis. Ich denke an Gerda als Pastoralassistentin. Ich denke an die vielen Gruppen und Kreise, die es in ihrer Pfarre gibt. Auch an die Musik. Ich erinnere mich an die Titelmesse hier in die Aufführung einer Messe vom berühmten Komponisten Titel. Ja, aber alles das Erreichte kann nur leben, wenn es weitergeht. Das Erreichte lässt sich nicht erhalten, ohne es auch loszulassen. Das hat Jesus als Grundregel unseres Lebens gesagt. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das heißt, jede Entwicklung ist auch ein Loslassen. Die Pfarre Gersthof wird lebendig bleiben, wenn sie auch bereit ist, weiterzugehen. Nicht, dass das bisherige schlecht war. Aber die Zeit hat sich verändert. Ich bin selber jetzt 75. Ich habe eine sehr andere Kirche erlebt, als ich Ministrant war. Aber ich erlebe heute eine durchaus lebendige Kirche. Nur hat sich vieles verändert. Ich darf euch nur ein paar Punkte nennen. Mindestens ein Drittel der Wiener Katholiken und Katholikinnen haben Migrationshintergrund, mindestens ein Drittel. Aber Brüder und Schwestern, diese Gemeinden und diese Gläubigen sind nicht Gäste bei uns. Sie sind Kirche Wien. Ich freue mich schon auf meinen Besuch demnächst in der afrikanischen Gemeinde, die jetzt übersiedelt ist, Gott sei Dank, in die Antonspfarre, in eine Pfarre neu. Die Pfarre Göttliche Barmherzigkeit. Die riesige Antonskirche ist gerade groß genug für die afrikanische Gemeinde. Die boomt. Aber das ist ein Teil der Kirche Wiens. Oder wenn Sie im 15. Bezirk in Hildegard-Burian eine Pfarre neu, schauen Sie sich das einmal an. Die Pfarre Hildegard-Burian, eine Pfarre mit Teilgemeinden. Mit 7 anderssprachigen Gemeinden, die dort mitleben. Die albanische Gemeinde, die kroatische Gemeinde, die polnische Gemeinde. Brüder und Schwestern, ich möchte in unserer Diözese nie mehr das Wort hören, der ist ja ein Pole. Das geht nicht in der Kirche. Es stimmt schon, es gibt eine scheinbar unaufhaltsame Emigration aus der katholischen Kirche. Die Austrittszahlen sind nach wie vor hoch. Ich muss sagen, meine Bilanz heuer, jetzt am 14. ist es genau 25 Jahre, dass ich Erzbischof bin. In meiner Amtszeit haben 20% der Katholiken in Wien der Kirche den Rücken gekehrt. Auch keine schöne Bilanz für den Erzbischof. Aber es ist so. Wo gehen Sie hin? Stille Emigration, viele Frauen.
weil sie sich in dieser Kirche nicht mehr heimisch fühlen. Ich weiß, wenn ich euch sehe, die vielen Ministrantinnen, bin ich voller Freude. Aber ich weiß, es sind große Fragen. Wie ist das mit Männern und Frauen in der Kirche? Hier vorne sitzen Männer. Ich kann sie aber nicht trösten, sondern sagen, das Problem ist nicht nur ein katholisches. Es ist ein weltweites Problem aller Religionen. Unter den Christen gibt es bei den Evangelischen, bei den Anglikanern andere Wege. Und die Jugend. Ja, ich weiß, aber bitte eines bitte ich Sie, bitte glauben Sie nicht, dass durch irgendwelche radikale Maßnahmen in der katholischen Kirche, Frauenpriestertum, Änderung der Sexualmoral etc., glauben Sie bitte nicht, dass das den großen Boom in der Kirche schaffen würde. Bitte glauben Sie nicht, dass die Zustände der Kirche, die wir, die Alten, erlebt haben, dass die dadurch wiederkommen. Die kommen nicht wieder. Wir leben in einer anderen Welt. Und diese Welt ist nicht schlechter, sie ist nur anders. Und wir müssen uns auf sie einstellen. Und die Corona-Krise, die wir alle hier sichtbar repräsentieren, die Corona-Krise, die weltweit ist, wird uns vieles lehren. Und Gott wird uns dadurch zeigen, wie es auch mit der Kirche weitergehen muss. Aber eines sage ich Ihnen, damit bin ich endlich beim Schluss. Spirituelle Suche in unserer Zeit ist nicht geringer geworden. Aber viele Menschen empfinden, dass sie diese spirituelle Suche in der katholischen Kirche nicht genährt finden oder nicht genügend. Viele schon, aber viele auch nicht. Ich war vom Papst ernannt in die Amazonien-Synode, als einer der wenigen Europäer. Ich habe mich gewundert, dass eine Frage nicht gestellt wurde und sie wird auch bei uns nicht gestellt. 60-80% der Menschen in Amazonien gehören inzwischen den Pfingstkirchen an und nicht mehr der katholischen Kirche. Was ist da los? Und wir haben ähnliche Phänomene bei uns. Wissen Sie, wie viele Freikirchen es in Wien gibt? Und warum sind dort so viele junge Menschen? Eine Sache ist immer wieder deutlich geworden. Bei der Amazonien-Synode habe ich diese Frage gestellt, was ist da los? Und die Antwort von denen, die ehrlich waren, war, sie reden von Jesus Christus ganz direkt. Vielleicht ist das eine Frage an uns. Sie reden direkt von Jesus Christus. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich bin ganz zuversichtlich, Schwestern und Brüder, dass diese Gemeinde so lebendig bleibt, wie sie auf ihrem bisherigen Weg war und auch in die neue Zeit gut hineingehen wird. Wenn eines klar ist, wir sind hier versammelt, weil Jesus Christus die Mitte ist. Sein Evangelium. Sein Wort, seine Gegenwart. Wenn das klar ist, dann brauchen wir keine Sorge haben über die Zukunft der Kirche. Denn wir haben es am vorletzten Sonntag gehört, als Jesus zu Petrus gesagt hat, du bist Petrus, der Fels.
Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Es ist nicht unsere Kirche, es ist seine. Und wir dürfen mit ihm Kirche sein. Und deshalb, Brüder und Schwestern, bin ich voller Hoffnung. Gebe der Herr, dass die Gemeinde Gersthof weiterhin ein Ort ist, wo Menschen, wenn sie hereinkommen, sagen, ja, bei euch ist Gott spürbar. Amen.